Hallo und willkommen zurück zu diesem neuen Video auf unserem Kanal, auf Aquadicted, dem Aquaristik-Kanal. Und heute gibt es einen Profi-Tipp für euch. Wir haben ja unsere Rubrik Profi-Tipps, wo wir euch immer ein paar Sachen zeigen, ein paar Betriebsgeheimnisse zeigen, ein paar anwenderfreundliche Tipps und Tricks, die ihr vielleicht sonst nirgendwo kriegt. Und damit machen wir natürlich in diesem Video auch weiter. Und wie ich es schon im Skimmer-Video angekündigt habe, heute geht es um einen Profi-Tipp bezüglich dieses Teils hier. Das ist der Eheim Skimmer. Und ja, das ist so mit der meistverkaufteste, verbreiteste Oberflächenskimmer. Und der funktioniert auch super, hat allerdings einen kleinen Nachteil. Nämlich hier oben sind vier Schlitze drin. Das heißt, alles Wasser, was in dieses Gerät reingeht, fließt nicht durch mehrere dünne, sondern wirklich nur diese vier großen Schlitze. Hier ist zwar ein kleiner Schwamm drin, der, falls dann doch mal eine Garnele oder ein Otocynclus, denn die trifft es ganz besonders häufig, ihren Weg hier reinfinden, dass die dann nicht geschreddert hier unten in der Pumpe landen, sondern da oben noch mal drauf sitzen oder liegen und dann eine Weile klarkommen. Also bis zu einer Woche, habe ich festgestellt, sind da Amano-Garnelen schon unbemerkt drin rumgelaufen, bis ich die gefunden habe. Das geht schon, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Und gerade Zwerggarnelen, die frisst dieser Skimmer wahnsinnig gerne, habe ich festgestellt. Also Amanus, Otocynclus und Zwerggarnelen sind irgendwie prädestiniert, in dieses Gerät hier reinzurennen. Oder andersrum, das Gerät ist prädestiniert, diese Garnelen da aufzusaugen in die Wälse. Und trotzdem funktioniert der fantastisch. Also ich möchte den nicht mehr missen. Ich habe ihn in so vielen Becken drin. Und dann habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie man das Ganze garnelensicher machen kann. So, und jetzt gibt es aber einige Videos dazu, die ja schon bei YouTube sind. Also es gab jetzt schon den ein oder anderen Quick-Tipp von dem ein oder anderen YouTuber. Und auch schon vor Jahren habe ich das in diversen Foren mal gelesen. Da gibt es dann Ideen von einen Schwamm reinstecken oder so einen Lockenwickler oder so ein feines Edelstahlfiltermaterial. Ich muss euch aus meiner Erfahrung dazu sagen, ich halte von all diesen Methoden nichts. Warum? Wenn man jetzt hier einen Schwamm reinmacht, dann rennen die Garnelen oder die Wälse ja trotzdem in dieses Rohr, weil den Schwamm könnt ihr nicht hier oben platzieren. Das würde nicht funktionieren. Das haut mit der Oberflächenspannung nicht hin. Ihr kriegt damit die Kammhaut nicht weggesaugt. Und ihr wollt ja vor allen Dingen kleine Partikel auch da drin haben und nicht irgendwie außen drumherum, die das Ganze verstopfen. Deswegen vergesst mal die Idee mit dem Schwamm. Lockenwickler, ja, komisches Material, ist auch sehr schnell zugesetzt, sehr dreckig, auch nicht so die beste Lösung. Und Edelstahlgewebe würde ich euch auch auf keinen Fall empfehlen, weil diese Edelstahlgitterchen, die sind vielleicht so 1, irgendwas mal 1, Millimeter und Wasser hat einfach nicht diesen Flow. Es fließt da nicht so ungehindert durch, wie wenn die Schlitze oder die Löcher größer sind. Und wenn ihr dieses Gewebe da reinpackt, habt ihr den einen Nachteil, dass ihr schneidet zum Beispiel euren Iliocaris oder euren Glossostigma-Rasen und diese kleinen Wurzeln, die dann die nächsten Tage noch mit rauskommen, die werden euch das Ding komplett zusetzen und dann fließt da gar nichts mehr und da zieht auch permanent Luft. Oder das Wasser fließt generell nicht so gut rein, weil einfach diese ganzen kleinen Schlitze und Löcher so winzig sind, dass durch die Oberflächenspannung vom Wasser einfach kein ungehinderter Fluss möglich ist. Ja, klingt jetzt alles nach grauer Theorie, aber ihr könnt es mir glauben, ich habe mit diesem Ding schon genug experimentiert und ich habe die Lösung gefunden, die meiner Meinung nach die allerbeste, die allerpraktischste und die anwenderfreundlichste Lösung ist und die wollen wir euch jetzt zeigen. Gut, ja, wir machen jetzt diesen Skimmer garnelensicher. Und ich habe mir vorhin erst noch meinen Jean Pütz Hobbitek Zwirbelbart abrasiert. Den hätte ich jetzt eigentlich gebrauchen können, weil wir wollen jetzt basteln. Ja. Wir haben jetzt Bastelstunde. So, ich habe in diesem Video noch nichts vorbereitet. Das wird jetzt alles live passieren. Ich habe einen Zollstock, ich habe eine normale Haushaltsschere und ich habe Armierungsgewebe fürs Haus. So, damit kann man eigentlich dafür sorgen, dass der Putz nicht von der Wand fällt. Man kann aber auch einen wunderbaren Skimmerschutz bauen. So, und wie ihr hier schon seht, also ich habe das Teil von mir aus dem Laden mitgebracht. Also hier sind schon einige Eheim Skimmerschutzkörbe draus entstanden. Und alle Kunden, die bei mir immer einkaufen kommen, die werden das jetzt wahrscheinlich sowieso schon kennen, weil ich irgendwie sowieso jedem das Ding hier vorbereite und einfach kostenlos mitgebe. Aber die, die jetzt noch nie bei uns waren oder die dieses Video jetzt sehen und sich halt selber behelfen wollen, ihr müsst ja jetzt deswegen nicht zu mir ins Geschäft kommen, ihr könnt das auch selber bauen. Ich weiß gar nicht, was die Mindestabnahmemenge von Armierungsgewebe ist, aber ich glaube, so kleine Reststücken kriegt ihr bestimmt in jedem Baumarkt. Gut, ich lege jetzt einfach mal los. Also ich habe das, wie gesagt, schon 100 Mal gemacht und weiß auch, wie es geht, aber ich erkläre euch jetzt ganz genau, was ihr braucht. Das Zeug hat ja sowieso irgendwie immer genormte Abstände. Und ich habe jetzt hier, ich halte mal den Zollstock dran,
Oder den, nee, das heißt gar nicht Zollstock, oder? Gliedermaßstab. Gliedermaßstab, okay. So, jetzt muss ich hier selber mal gucken. Also, es sind ungefähr 8,5 cm, 8 bis 8,5 in der Länge. Und in der Höhe habe ich, glaube ich, immer so 3, 3,5. Ich schneide das jetzt einfach mal ab, so wie ich das sonst immer vorbereite. Und du filmst jetzt dabei, würde ich sagen. Denn ich habe das schon so oft gemacht, ich kann es irgendwie ja, besser vorführen als erklären. Gut, also, wir messen nochmal. Wir haben jetzt hier, ja, sogar noch ein bisschen weniger. 7,5 geht auch. Ich zeige euch mal, ihr könnt verschiedene Längen machen, weil das ist ja hier mein vorgefertigtes Stück. Also, ich schneide jetzt hier so ein paar Segmente raus. Und erfahrungsgemäß reicht das, wenn ich so 2, 4, 6, so 8 Kästchen ungefähr. So, und hier unten, die Seite ist zu. Und hier oben die schneide ich so ab, dass sie offen ist. Warum? Erkläre ich euch gleich. So. Jetzt haben wir hier noch so ein paar kleine Stoppeln über. Die schneide ich jetzt auch nochmal weg. Und das ist unser fertiges Stück. Ich messe nochmal. Jetzt komme ich hier, jetzt komme ich nur auf 7,5 cm und knapp 3 hoch. So, warum ist eine Seite offen und eine Seite zu? Ich habe beide Möglichkeiten schon durchgetestet. Es hat einfach den Grund, die zue Seite, also sie könnte unten auch offen sein, das ist egal, aber die zue Seite ist einfach die Unterseite, damit sie nicht so schnell ausfranst. Und die offene Seite muss oben sein, weil das Wasser sonst nicht über diese glatte Fläche drüber fließt, zumindest nicht so gleichmäßig und schön, wie es hier durchfließt. So, und jetzt nehme ich mir dieses kleine Körbchen hier raus und rolle das Ganze auf. Also es steht hier an einer Stelle so ein kleines Stückchen über, damit das Ganze auch Spannung hat. Und dann stecke ich das hier rein. So, das überstehende Ende, das drehe ich natürlich nicht auf ein Loch, sondern auf die zue Fläche. Und dann stopfe ich das Ganze hier rein und wir haben den perfekten Skimmer-Schutz für Garnelen und Wälzer. Jetzt muss ich aber dazu sagen, das Wasser soll ja über die Kante fließen. Das fließt zwar auch unten durch diese ganzen kleinen Löcher durch, aber ich habe festgestellt, wenn ich das Ganze so ein Stückchen nach unten drücke, so ungefähr, funktioniert es perfekt. Mein Ziel ist, das Wasser muss mit der Oberkante hier abschließen, also es soll nicht drüber rauschen ohne Ende und es soll aber auch ungehindert hier durchkommen. Und dadurch, dass die Garnelen in der Regel nicht über die Kante laufen, sondern nur gerade rein, funktioniert das ganz gut. Und ihr könnt, wenn ihr das hier mit dem Finger hin und her schiebt, einfach von euch aus mal probieren, wie geht es am besten. Wenn ihr das ganz bescheuert, solche riesen Schlitze da rein zu machen. Ja gut, dafür ist er halt auch wartungsarm. Ne? Also wenn du viele kleine Partikel hast, die da reingehen, da bleibt nichts hängen. Das ist bei dem aus Glas zum Beispiel mit dieser ganzen feinen Schlitzung da oben, das ist halt ein größeres Problem, weil wenn das Ding zu ist, dann ist es zu. Ja, das hat sich Eheim hier schon ganz gut überlegt, aber wie gesagt, mit dieser Extension hier. Ich habe so viele Minifische. Ja, perfekt, probier das mal aus. Ja, ich habe ja, wie gesagt, Edelstahl und ich. Achso, bei dir zu Hause. Ich möchte keine Technik am Becken sehen. Ja. Aber deswegen, aber ja, das ist natürlich, aber wenn du so richtig hier Brigitta-E und sowas hast, aber das ist gar nicht so schlimm, oder so Ritzias, Reiskärflinge, die aber an der Oberfläche sind, ja, dann sind die schon mal schnell. Ich würde sagen, wir schließen das Teil jetzt trotzdem nochmal ans Aquarium an und führen euch mal vor, wie das funktioniert, oder? Ja, machen wir hier gleich hinter dir. Mhm. Okay, wollen wir da einen zweiten Take machen? Natürlich. Alles klar, bis gleich. Ciao. So, los geht's, würde ich sagen, oder? Sieht dein Kopf nicht. Okay. Muss man auch nicht. Wir sehen ja den Skimmer. Ja, so, hier ist er. Also, los geht's. Dafür siehst du aber den Stecker, der noch nicht drin steckt. Ja. Also, ich habe das Teil jetzt hier platziert. Ihr seht es schon. Immer ein Stückchen weg von der Scheibe, sonst klemmt euch das Kabel hier wieder in der Filterkrone. So. So, jetzt ist er eigentlich optimal von der Höhe her platziert. Also er ist so tief, dass die Schlitze in diesen Führungen sind und er ist aber auch nicht zu hoch. Und ihr seht jetzt hier oben, gucken diese kleinen Krönchen, diese Spitze da oben von diesem Armierungsgewebe guckt raus. Mal näher ran. Genau, also du siehst das jetzt hier schön. Und ich stecke jetzt den Stecker rein. So, und jetzt geht es hier vorwärts. Und jetzt kann man hier, wenn man oben schaut, ob das alles ungehindert reinfließt, bei Bedarf, dieses Gewebe mit dem Finger noch ein kleines Stück nach unten schieben und gegebenenfalls auch wieder ein kleines Stück nach oben ziehen. Und du siehst hier schon, das fließt wunderbar rein, ohne Probleme. Aber wenn du von vorne dagegen filmst, wirst du sehen, da kommt keiner durch. Genau, und jetzt stelle ich das Ganze nochmal mit dem Finger ein Stückchen höher. Siehst du?
Und jetzt bei Bedarf noch mal ein Stückchen runter. Ihr müsst das einfach zu Hause ausprobieren. Jetzt würde ich sagen, es ist fast etwas zu tief, also zieh es wieder ein Stückchen hoch. Das ist ja ohne Probleme machbar, weil dadurch, dass es etwas länger ist, das Gewebe, als eine Umdrehung, klemmt das halt immer schön steif drin und es ist safe. Cool. Ja. Kevin? Super. Die Kamera zeigt an, dass sie überhitzt ist. Also machen wir jetzt Feierabend. Sony stellt schon, naja, gute Kameras her, aber das ist echt ein Problem. Okay, ihr habt aber gesehen, was es zu sehen gab. Das war unser Quick-Tipp zum Skimmerschutz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.